Kassovierks in Torsold. Faro, hallo. Gib mir mal bitte den Markus. Ja, das Telefon. Hier ist Torsold, Markus, ich bin das. Ich bin der Meinung, dass du total müde bist. Wo bist du, ne? Ich mach dir einfach einen Vorschlag. Schlaf. Also sag mir mal, wenn du den Hörer fest in der Hand hältst, sag einfach ja. Ja, und ich sage dir, du wirst jetzt zur Geburtstagsgesellschaft gehen, wirst zu den Damen der Geburtstagsgesellschaft äußerst nett sein und du wirst allen Damen der Geburtstagsgesellschaft ein unheimlich süßes Küsschen auf die Wange geben. Und wenn du die letzte Frau geküsst hast, wirst du wieder hellwach sein, zurück im Hier und Jetzt. Auf geht's. Jetzt nichts mehr. Inge, kommst du mal hin? Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ich stehe irgendwie völlig neben dir. Der nächste Punkt in dieser 3-Punkt-Strategie ist, einen Weg zu finden, die totale Kontrolle über die Gedanken der Menschen zu erlangen. Das wird dadurch bewerkstelligt, indem man Hypnose aus dem Bereich des Okkulten nimmt, die den Menschen nutzen soll. Sie meinten, indem Hypnose aus dem Bereich des Okkulten genommen wird, dass man vorbildhafte Personen benutzen kann. Der zweite Punkt hat damit zu tun, die Kontrolle über die Gedanken der Menschen zu übernehmen. Was ist der dritte Punkt? Das ist, die Bibel zu zerstören, ohne es zu verbrennen. Das wäre ein Weg, um die westliche Welt durch die Einführung von Mystizismus zu entchristianisieren. Der Kopf zieht ja einfach nach vorne, mehr und mehr zieht der Kopf nach vorne. Der Kopf zieht einfach nach vorne, mehr und mehr. Und fällt dir einfach kopfüber nach vorne in die Torte rein. Wusch. Und wenn ich dich jetzt wecke, weißt du gar nicht und bist total erfreut, dass du in der Faro-Torte gelegen hast. Das ist einzigartig in Deutschland, was hier abläuft, ne? Aber das bestätigt mich dort darin, dass ich damals nicht falsch gedacht habe. Weil das erste Mal habe ich gedacht, wo alle mir das ausreden wollten, alle nicht, aber viele, habe ich gedacht, bin ich denn so falsch? Das kann doch nicht sein. Bin ich nur so verrückt? Oder, weil ich konnte ja nicht schlafen, nächtelang nicht davon, was ich gesehen hatte. Das hat mich so fasziniert und beschäftigt. Wir waren zum Wirteball nach Bad Zwischenahn. Und als Überraschungsgast gab es diesen Faro, diesen Hypnotiseur. Ich wollte tanzen und feiern und mir nicht so eine Show angucken. Aber dann wurde mir eines Besseren belehrt. Der Mann hat mich so fasziniert. Die Leute sind umgefallen wie die Fliegen. Die waren noch nicht ganz auf der Bühne, dann lagen sie auch schon lang. Und dann habe ich zu meinem Kellner gesagt, Markus, da gehst du hin, da stimmt irgendwas nicht. Die Leute sind gekauft oder irgendwas. Und der fiel ja genauso schnell um wie alle anderen. Diese Blitzhypnose, dass die Leute so auf Schnipp oder was immer es ist, ich weiß es ja bis heute noch nicht, was es ist, dieses Umkippen und dann dieses Wegtreten und das zu machen, was Faro will, das ist für mich unglaublich und das hat mich nicht losgelassen und ich habe zu meinem Mann gesagt, oh, den müssen wir auch buchen für uns. Und ja, im ersten Moment war ich ein bisschen skeptisch, ne? Weil man nicht weiß, was da kommt. Aber nachher, da lief das ja und da war es ja total vorbei, ne? Hast du es am Anfang nicht geglaubt, oder? Ich geglaubt haben wir das alle nicht. Nein. Das haben wir alle nicht. Da da so ein Erfolg von wird. Und dann bin ich natürlich voll in Aktion getreten, habe die Werbetrommeln gerührt, bin nur noch durchs Ammerland gefahren in Sachen Faro und alle haben so... Jetzt ist die Inge total verrückt geworden. Was, das passt nicht hier ins Dorf. Ich kann ja das Phänomen Torsold nicht mal beschreiben. Ich weiß nur, dass die Leute kommen und dass sie immer wieder kommen. In erster Linie bin ich die Person, die in Torsold und in diesem Gasthof irgendwas bewegt hat. Vielleicht kann man so beschreiben, dass man Dornröschen wach geküsst hat und möglicherweise so ein ganzes Dorf mobilisiert. Viele Menschen haben schon vor der Hypnose Angst.
wissen nicht genau, was auf sie zukommt. Und ich denke, dass solche Veranstaltungen auch sehr viel die Angst vor der Hypnose nehmen und den einen oder anderen möglicherweise dazu animieren, auch mal zu einer Therapie zu gehen oder die Hypnose auch mal anders einzusetzen als nur zu dem, was sie halt eben von der Bühne her kennen. Immer noch aufregend? Jedes Mal anders. Also nee, ich kann es nicht beschreiben, das ist rattenscharf. Ja, schön, aufregend. Ja. Echt. Auch wenn er hier so reinkommt? Ja. Da geht, weiß ich nicht, da geht irgendwie alles. Die Lampen an, das ist der Arm gerettet. Er braucht gar nichts machen, er muss reinkommen. Sie sehen heute Abend einen Künstler, der hier auf dieser Bühne Ihnen Dinge zeigt, die Sie wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Ich denke mal, auch diese Show ist nicht nur im Bundesgebiet, sondern weltweit einzigartig. Es geht alles mit rechten Dingen zu und Sie werden im Laufe der Show vielleicht mal zu sich oder zu Ihrem Nachbarn sagen, das ist überhaupt nicht möglich oder das gibt doch wohl mehr. Ja, das wär's. Und jetzt gebe ich die Bühne frei für den Künstler Pharo. Nur einen Menschen hypnotisieren, wenn er es zulässt. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier oben irgendwelche Personen habe, die es am Kopf her nicht wollen oder nicht möchten, kann eine solche Geschichte nicht funktionieren und kann eine solche Geschichte nicht hinhauen. Wichtig ist einfach nur, jeder muss sich gehen lassen über das schönste Sache der Welt, sich vollkommen entspannen, sich ein bisschen gehen lassen, sich ein bisschen gleiten lassen und ich denke mir auch ein bisschen Mut haben. Lasst euch wirklich total treiben. In dem Moment, wo ihr eure eigenen Gedanken einsetzt, ist es sofort vorbei. Also wie einfach das gehen kann, brauche ich ja nur zeigen. Und schlafen. So. Ja, sowas kann passieren. Nicht mit jedem, aber... Hast du Angst? Keine Angst. Okay, dann geh noch einen Schritt nach vorne. Schließ deine Augen. Oder spürst nur, wie dich was nach hinten zieht, ohne dass du es willst. Das Magnet zieht dich nach hinten, du fühlst dich wohl, ich fange dich auf, das war's schon. Entspann dich. Schließ deine Augen. Ganz locker. Keine Angst haben und du spürst nur, wie der Körper fällt, ohne dass du es willst. Jawohl, ist okay. Nur wie der Körper gezogen wird, ohne dass du es willst. Wie von einer magnetischen Kraft. Immer mehr. Der Körper fällt immer mehr nach hinten, ohne dass du es willst. Immer mehr. Hol dich nie von selber da raus. Ich fang dich auf. Du brauchst keine Angst haben. Ich fang dich auf. Fühl dich vollkommen wohl. Hol dich nie von selber da raus. Tschüss. Wenn man nach Hause kommt, dann braucht man einen Tag, um wieder in das normale Leben zurückzukommen. Man meint, man hat sich unter Kontrolle, aber irgendwo hat er dich unter Kontrolle. Eine unheimliche Macht über den Körper und über den Geist. Das ist einfach das was ich meine. Denn er hat irgendwo... Wie soll ich sagen, ein Gefühl und eine Macht in den Händen und mit seiner Sprache und mit der Musik, was einfach da ist, die einfach irgendwo das Gehirn aus- oder abschaltet und dass man irgendwo in einem Traum versetzt wird, den man nachher nicht mehr mitbekommt. Und wenn man da gewesen ist, weil, auch wenn man nicht auf der Bühne gestanden hat, nur da sein, ist schon das Unheimliche. Und wenn ich ihn sehe, wenn wir da reinkommen und er ist da, dann kommt er ja immer an und sagt Hallo und hier und da. Es geht einen durch, als was weiß ich, wie
wie Strom durch die Knochen. Und bumm. Ich glaube, einige Leute sind da einfach für bestimmt und können sich einfach hingeben und haben irgendwo, wie soll ich sagen, eine Beziehung zu diesen Leuten. Zu welchen Leuten? Zu Pharo oder zu diesen Hypnotiseuren, dass da eine Ausstrahlung oder besteht, eine Zuneigung, was weiß ich, dass es irgendwo einfach funkt. Wie zwischen Mann und Frau und was weiß ich. Und alles, was ich sage, ist förmlich gleichzusetzen mit deinem eigenen Willen. Wecke ich dich mit meinem Atem, immer dann bist du für einen Moment scheinbar hellwach. Fordere ich dich auf, wieder einzuschlafen, zurückzusinken in diesem Zustand, da fallen dir deine Augen wieder zu. Und du sinkst wieder zurück in einen vollkommen entspannten Zustand. Und du fühlst dich ruhig, gelöst. Und du wirst dich während der gesamten Zeit entspannt und voller Harmonie fühlen. Alles, was mit oder um dich herum geschieht, ist vollkommen unwichtig. Wecke ich dich mit meinem Atem, puste ich dir in die Augen. Immer dann wird das, was ich dir sage, genau so eintreffen, wie ich es dir sage. Fordere ich dich auf, wieder einzuschlafen, dann sinkst du wieder zurück in diesen Zustand, noch tiefer, entspannter und mit noch mehr Wohlempfinden. Wecke ich dich mit meinem Atem, sage ich dir, ist der Körper schwer wie Blei und du bist nur in der Lage, deinen Körper aufzurichten, sobald ich dich an die linke oder rechte Hand fasse. Und du weißt nicht einmal, warum du dort liegst, wie du dorthin kommst und was du dort machst. Aber du fühlst dich wohl. Du bist stahlhart. Es macht dir überhaupt nichts aus. Du wirst immer härter. Langsam, 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 langsam. Halt fest, Hassan. Stuhlbein auseinander. Kopf in den Nacken. Spann dich an. Du liegst super. Halt den Stuhl fest. Weiter, 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 weiter. Ist okay, ist okay. Ganz hart. Ganz hart. Hopp. Spann dich an. Du stehst im Schlaf auf und wenn ich dich jetzt wecke, dann gehst du einfach wie ein Roboter zur Theke. Aber du bist der Meinung, du läufst ganz normal. Dankeschön, Markus. Markus, schönen Dank fürs Mitmachen. Hast du mal darüber nachgedacht, warum das bei Markus so gut funktioniert? Wir denken jeden Tag darüber nach, aber wir kommen zu keiner Lösung, das ist es. Ja, du kommst ja zu keiner Lösung, das ist eben so. Das wollten wir gerne wissen, wodurch, was für ein Typ Mensch man sein muss. Und wenn wir Pharo fragen, ist das möglich, dann sagt er, mach dir mal keinen Kopf, koch du mal deine Suppe, ich mach meinen Job. Wenn mir das keiner erzählt hätte, würde ich bis heute nicht glauben, dass ich da oben irgendwie zwischen diesen Stühlen liege oder sonst irgendwas. Also von daher, ich kann es wirklich nicht sagen. Also das muss Pharo beantworten. Also nicht unbedingt vorher. Habe ich keine Aktien drin. Und hast du schon mal darüber nachgedacht, warum du so leicht zu hypnotisieren bist? Ja, habe ich schon. Und ich bin auch mal zur See gefahren und da hatten wir einen an Bord, der konnte dieses... Ach, wie heißt es noch? Autogenes Training machen. Und das ist ja auch so. Abschalten, das ist ja ähnlich der Hypnose. Und das habe ich... über 2 Jahre haben wir das gemacht, immer so Stressabbau und so, wenn man zur See fährt, hat man ja unwahrscheinlich viel Stress und ich kann auch wirklich auf Null abschalten. Wecke ich dich mit meinem Atem, sagst du einen Satz und ich sage dir, es beginnt mit dem Blub und es endet mit dem Blub. Der Satz, den du sagst, jedes Mal und du kannst absolut nichts dagegen tun. Hallo, geht's dir gut? Blub. Warum hast du jetzt so geguckt? Blub, was sag ich denn? Steh einfach mal eben ganz kurz auf. Ich muss mal eben ganz kurz mit dir reden. Kannst du, hallo? Kannst du mir ganz kurz ein ganz klein bisschen von dir erzählen? Wo wohnst du? Blub, was versteht denn?
Augustiner Straße 6 in Horin, habe ich gesagt. Blub. Du weißt, dass das Blub eigentlich zu was ganz anderem gehört. Blub. Geht's gut? Blub.